Servus alle und willkommen zurück zu unserem Let's Play Together. Ich heiße meine beiden Mitstreiter willkommen. Hallo Struppi. Hallo, Marvin. Und natürlich hallo Gunnar. Ja, hallo und herzlich willkommen und Salvete Können wir loslegen? Ja, ne? Wir sind Immer. noch So kurz in angebunden. Mich nicht mehr als Polen-Litauen. Rivale an. Jetzt bin ich aber happy. Ey. Ja, kurz mal kleine Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat, wieder kurz so einen kleinen Ausfall gab. Ich weiß nicht, an wem es lag, wahrscheinlich an mir. Ja, das wurde schon gefragt, warum das nicht weiterginge, ne? Bei mir Ich nicht. hatte gestern einen lustigen Kommentar, da stand unter einem ganz anderen Video unter Crossing Souls, da stand drunter, Struppi, mach mal ein LPT mit EU4 mit Gönner. Ach, das ist ja witzig. Das fand ich auch sehr süß. Genau. Ja, ich habe ja jetzt einen neuen Job und so weiter, deswegen Du hast einen musste neuen ich. Job? Ich habe Cool. einen Job, ja, genau. Und deswegen hat es ein bisschen gedauert, beziehungsweise hatte ich einfach keine Zeit. Für neue Aufnahmen. Ja, ach Naja. krass, ja, neuer Job ist ja auf jeden Fall schon so eine Herausforderung, ne? Das stimmt, aber eigentlich bin ich mittlerweile ganz gut drin. Also insofern ist das alles voll locker, easy und entspannt. Ja. Ich habe das Gefühl, ich wollte Äthiopien übrigens angreifen. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Warum auch nicht? Bestimmt, weil ihr euch alle meine Worte einprägt, wie Das sonst kann eigentlich nicht nichts. sein, weil das sind Christen. Seit wann greifen wir Christen an? Stimmt, wir haben uns ja ausschließlich zum Ziel Genau. gesetzt, keine Christen anzugreifen in diesem Let's Play, ne? Ich glaube, das war tatsächlich so auch immer der Kernvorwurf, ne, dass wir oder ich insbesondere gegen alle möglichen Fraktionen Krieg führe, aber nicht gegen die Christlichen, ne? Wie war Diesen das immer, Vorwurf ne? kann ich auch voll verstehen. Ich meine, was hast du denn für eine christliche Nation zerstört? Irgendwie, weiß ich nicht. Du Ja, halt eine als christliche Nation gegründet. Russland, Genau, die du schon immer ich hab eine warst? christliche Nation als sunnitische gegründet. War da jemals was Das christlich? zweite Rom, Leute, ne? Das zweite Rom. Da Ist er so? thront der Halbmond auf dem Petersplatz hier, ne? Das Rumsultanat, ja. Okay, na gut, dann greifen wir einfach mal Äthiopien an. Ich meine, ich habe ja sonst nichts zu tun hier. Sind wenigstens Ja, ey, Christen. aber hier, Junge, jetzt mal ernsthaft, ne? Du musst auf jeden Fall noch koptisch werden, ne? Du musst auf jeden Fall noch Koptomance spielen. Die Koptomans, ja. Ja, Kopten sind ja eh keine echten Christen, das geht schon. Ne? Ich würde auch sagen, das sind so halbe Sunniten, ne? Ja, genau, dann hole ich mir noch so einen Helium-Luftballon, dann bin ich quasi ein Helikopter. Wow. Dieses Schweigen ist wundervoll. Ja. Ja, also man kann ja auch, man kann es ja auch so formulieren, ich bin sprachlos, ne? Man schießt sie hier mal auf, diese Vollkommen Festung. unverständlich. Vollkommen unverständlich. Damals, als die Kopten noch orthodox waren in EU4. Oh Gott, das war schlimm. Wie sagt man so schön, ich habe gecringed. Gott. Gecringed. Gecringed. Oi, Gunnar, du setzt den aber ganz schön zu, den Litauern da, den Armen. Mit Glück, indem ich jedem Gefecht hier aus dem Weg gehe, weil ich tatsächlich gegen Polen-Litauen sonst übelst kassieren würde, ne? Ups. Die sind echt crank, so von ihrer Disziplin und so, ne? Du bleibst aber noch ein bisschen hier. Würdige, das ist echt heftig. Ja, und ich muss jetzt mal. Ja, die haben halt Offensiv- und Defensivideen, ne? Und das zerflext mich halt so ziemlich, ne? Aua. Der Flexen, sagt man das so? Ja, zerflexen. Oh, ich stelle mir Wie gerade vor, wie sie mit Schwarzarbeiter der auf der Flex. Baustelle. Ich stell mir gerade vor, wie sie mit der Flex über dich drüber gehen. Das ist keine Nein, angenehme Vorstellung. nein. Aua. Ah, super. Ein Schiff blockiert das gesamte Rote Meer. Ich bin begeistert. Ich komme nicht rüber. So, jetzt bin ich gespannt, ob ich das überlebe. Ich habe einen Kriegsgrund gegen Polen-Litauen bekommen? Ne, ich habe einen verloren, glaube ich. Okay, gut, das hat geklappt.
Nee, warte, lauf hier. Na, warte, bleib doch da. Sorry. Musste kurz mal Militärzugang aufkündigen. Äthiopien war kurz davor, bei dir reinzumarschieren. Ja, das ist gut. Ach, sie können sich mehr. Okay, gut. So, vielleicht mache ich jetzt mal gerade schon so meinen Frieden mit denen. Ich habe zwar noch nicht alle Festungen, aber ich habe doch so viele Ansprüche hier. Warte mal, das war mein Kriegsziel. Mein Kriegsziel war Braslav. Okay, gut. Naja, Hauptsache ich halte das. Ach so, oh, wie viel Ticking War Score kriege ich noch? Ihr haltet 20,6 mehr Kriegspunkte, indem ihr das Kriegsziel kontrolliert. Euer aktueller Kriegswert beträgt 4,4. Das heißt, ich kann noch viel mehr mit dem Ticking War Score rausholen, korrekt? Warte, wenn du drauf warten willst. Ja. Ja, ja. So, jetzt muss ich mal gerade was. Ja, da muss ich mal. Sekunde mal bitte. Da muss ich das mal gerade checken. Wie viel Absolutismus habe ich denn hier? Okay. Warte mal, da holen wir noch schnell die Admin-Tag hier. Nehme ich dann die bessere administrative Effizienz? Nehme ich den Absolutismus? Nehme ich die raue Behandlung? Das ist alles so eine. Das ist alles so ein Dingelingeling hier. Oder nimmt man den jährlichen Absolutismus, Leute? Was soll ich nehmen? Nimm den jährlichen Absolutismus. Ja, nimm den jährlichen Absolutismus. Kann man nie früh genug haben, finde ich. Auf der anderen Seite, für 25 Millmacht Rebellen zu unterdrücken, ist halt auch nice, ne? Immer. Oder? Ich weiß nicht. Dann ist halt auch nur dann für 50, wenn sie. Für. Ah, ne, komm, ich nehme den Absolutismus. 50 wären. So. Ja, ne, ihr habt ja recht. Und dann, 50 wären es richtig. Und dann schaue ich mal gerade, wie viel ich jetzt hier von den Typen da abpressen kann. Warte mal, da gehe ich mal hier rauf, ne? Überleg ja gerade, Frankreich nochmal anzugreifen und ihnen Schottland zu entreißen. Oh, da könnte sich eine Koalition gegen mich bilden. Ach, mit Dänemark, okay. Wie, ihr Versager, habt noch keine Koalition gegen euch. Sag mal, was seid ihr denn für welche? Ich versuche diese Thematik die ganze Zeit zu umschiffen hier. Tatsächlich hangle ich mich die ganze Zeit so am Rand der weltumspannenden Koalition entlang. Österreich und Polen, Litauen sind bei über 100, aber der Rest ist gerade so unter 40, deswegen machen sie nichts gegen mich. Aber wie gesagt, es ist gerade sehr knapp, also eine Eroberung irgendwo anders. Und die Koalition happened. Keine Ahnung, warum ich heute so im Denglischen drin bin. Ach, weißt du was? Komm, hole ich mir die Provinzen jetzt so. Das sind 87 Kriegsstand, das reicht ja auch, oder? Ja. Polen-Litauen ist gekruzifixt. Nicht ans Kreuz genagelt, aber die sind bald weg, meine ich. Da können wir uns alle Zeit der Welt lassen. Bald sind die nicht mehr. So muss das sein. So, was habe ich jetzt hier für eine Entscheidung? Macht St. Petersburg zur Hauptstadt? Oh, das kostet nur 1200 Dukaten. Das ist ja ein Schnapper. Ja, aber St. Petersburg kriegt Entwicklung. Die ist halt schon weiß. Ja, das machen wir zu einem Zeitpunkt, wenn ich wieder Geld habe. Jetzt muss ich erstmal diese. Was sind das hier? Dänische Nationalisten wegplätten. Okay, Waffenstillstand, Urbino, Toskana, Dänemark, Polen, Litauen. Pommern angreifen, besser mal noch nicht. Österreich würde mitmachen wollen. Ja gut, das müssten wir dann noch gucken. Struppi, das machen wir dann in so einer konzertierten Aktion, würde ich sagen, oder? Was meinst du gerade genau? Konzertierten Aktion. Gerade nicht ganz zugehört. Pommern angreifen, hätte ich jetzt gesagt, ne? Pommern angreifen? Oh Gott. Warte mal, du bist im Krieg mit Äthiopien? Ja, ja. Ey, das ist gar nicht mal so unnice. Na komm, da bewegen wir uns nochmal so. Also langsam wird's verschmerzhaft. Da legen wir uns so hier ein bisschen ins dumme Zeug. Laufen wir mal Richtung Persien, die werden nämlich von Äthiopien garantiert. Ach so, ja, nee, die sollte nicht mehr lange anhalten. Ne, so stelle ich mir das auch gerade vor hier. Also Äthiopien hat gerade eine kleine
wie sagt man so schön im EU4-Slang, raue Behandlung. Naja, ist ja dann doch ganz gut, dass wir da gerade vorbei laufen. Dann kannst du nämlich mal gerade hier die Nationalisten platt machen. So, und wo war jetzt meine Kolonie, die selbst erhalten ist? Hier, das ist ja Fantastico. Das bedeutet direkt die nächste hier hin. Sind wir zurück und dann schickst du mir hier noch einen hin. Das Gefühl, wenn man nicht genügend Militärmacht hat, für einen, um eine Mauer zu stürmen, da fällt einem dann wieder ein, dass man da 5 Militärmacht braucht. Das weiß man sonst auch nicht mehr. 5 oder 50? Nee, 50 brauchst du für den Mauerbruch. Für den Angriff selber brauchst du 5. Ach krass, das wusste ich ja. Schon, gell? Aber ich meine, ich nutze es auch eigentlich nie, weil ich so hohe Verluste da habe. Ja, es ist halt eigentlich hauptsächlich dann, wenn man halt eine frische Festung hat, die ihre Garnison noch nicht auffrischen konnte, deswegen irgendwie nur bei 200 oder sowas ist. Sonst ist es eigentlich selten interessant. Juicy. Gott, ich hab insgesamt 5 Missionare. Das ist etwas zu viel. Gefühlt. Ich habe einen. Naja, ich halte halt Mekka und Medina, ich halte Rom, ich habe religiöse Ideen. Das ist auf jeden Fall nice. Hüter der heiligen Städte, Eroberung Jerusalems, Eroberung Roms, allein dadurch natürlich 3 Missionare. Also, das ja. Und ich habe Gondor gerade erobert. Gondor. Die letzte Bastion der Menschen ist gefallen. Oh, boah, ey, Alter, jetzt dieses Rebellen-Niederknüppel, ne? Das ist ja auch so absolut unlustig. Oh, geil! Was? Mein Herrscher hat -2 auf Unruhe. Wie geil ist das denn, Alter? Das ist praktisch. Das ist einfach. Nicht schlecht. Das ist fantastisch, ja. Apropos, wie ist Persien eigentlich gerade so drauf? Beziehungsweise Äthiopien, unterstützen die Persien noch? Das gucke ich gleich. Sekunde, ich muss hier gerade nochmal so ein paar schwedische Nationalisten weghämmern. Das bin ich, stehe ich ganz hinter dir, also. Das ist die alle Zeit der Welt dafür. Gut. So, jetzt machen wir die erstmal weg. Versuchst du schon auch in die Niederlande zu kommen, Marvin, oder wartest du einfach ab? Ich glaube, ich lasse es in den Niederlanden, weil die doch eine etwas größere Flotte haben als ich. Oh, okay. Ich wollte gerade hinfahren, aber sie haben gerade 6-mal Transporte versenkt. Ziemlich Kommentar. Nee, die würden jetzt Persien nicht mehr unterstützen. Das ist gut. Ja. Dann mache ich sie noch ein bisschen mehr platt, nur um sicher zu gehen. Das ist ganz gut, ja, mach das noch, das ist super. Dann kann ich nämlich hier meinen Krieg gegen Persien mal ins Werk setzen. Ich kann überlegen, ob ich den Krieg überhaupt irgendwas nehme. Du hast eine Koalition gegen dich, ne? Ja, oh Gott, ja, oh Gott. Ich kriege halt Kastilien raus, dadurch, das war eigentlich der Hintergedanke. Ach, stimmt. Leider ist jetzt noch Aragorn mit reingetreten, das heißt, sind jetzt wieder 4, das heißt, das bringt mir nicht mal viel. Bengalen garantiert Chagatai. Bengalen ist mit Delhi verbündet. Bläh. Und Khorasan ist noch mein Tributär. Die tributieren mir jedes Jahr 6 Admin-Macht. Aber das ist doch eigentlich ganz okay. Also ich finde es immer wieder schön, wenn ich da hinten Khorasan sehe, wie sie sich ausbreiten. Verflucht sei Äthiopien, dass die ganze Zeit irgendwie vorbeirennt. So, jetzt müsste ich nochmal diesen riesigen Kredit zurückzahlen. Ja, wir können von mir aus auch auf 3 gehen mit der Geschwindigkeit, je nachdem, wie ihr das seht. Gerne. Ich sehe gerade vor allem rot, weil Äthiopien einfach die ganze Zeit rumrennt. Ah, jetzt greifen sie mich an. Ha!
in letzter Sekunde habe ich die Festung erobert, sodass ich der Verteidiger bin und nicht sie. Haha. Das hat sich gerade... Das war gerade schön. So, dann... wie viel Truppen haben die Perser denn? Oh, Manufakturen. Eine Sekunde, wo sind die aufgetaucht? Genau, ja, warte, ja, macht mal ruhig gerade. Ja, natürlich, wo, ratet mal wo. In England. 11.000, okay, gut. Direkt neben dem Kolonialismus. Nee, ist der globale Handel, ups. Ja gut, aber ich meine, hey, plus 5,5 in Konstantinopel, ich bin zufrieden. Das wird noch. Okay, kann ich weitermachen? Ja. Okay. Okay, da sollten wir vielleicht kombiniert auftreten. So, dann werde ich jetzt mal Persien angreifen. Eroberung von Isfahan, warum denn nicht? Wie viel Belange hast du? 3, genau, das ist doch super. Das Reich ist um eine Provinz mächtiger. Boah, das Koring geht so verflucht schnell. Das ist echt cool. Oh, und ich hab volle Rekrutenreserven. Ich könnte mal wieder ein paar Truppen mehr ausbilden, ne? Jemand von euch eigentlich? Och Gott, nein. Österreich hat sich wieder mit Polen Litauen verbündet. Nee, echt jetzt? Konnten wir das? Das ist aber kacke. Also ich würde demnächst tatsächlich sehr gerne mal Polen-Litauen wieder angreifen. Das ist halt erst noch 8 Jahre Waffenstillstand mit denen. Aber ich würde gerne Österreich platt machen in dem Zuge direkt. Ja. Weil die sind schon viel zu lange unangerührt. Ha. Und deswegen würde ich mal sagen, wird es echt mal Zeit, dass Österreich da eine ordentliche Prügelei bekommt. Mhm. Schön Kloppers, ne? Richtig, so morgens 9:30 in Ungarn. Erstmal ein Kloppers. Das hätte schon was. Ich überlege gerade, ob ich meine Wirtschaftsideen wechseln soll. Also ich habe ja Wirtschaftsideen gewählt. Ich habe Admin und Wirtschaft. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Wirtschaft behalten soll und nicht vielleicht doch stattdessen besser Rallye nehme. Weißt du? Einfach nur, damit das mit dem Konvertieren halt mal irgendwann auch hinhaut, ne? Mehr Missionarstärke, mehr Missionare. Ich meine, ich habe halt echt noch so... Das ist halt echt. Ich habe halt echt noch so goddamn viele katholische Provinzen hier. Was irgendwie fehlt, wäre eine Möglichkeit, dass ich dir meine Missionare schicke. Ja. Ich meine, komplett unsinnig ist es nicht, aber wahrscheinlich wäre es total übertrieben. Ich würde sagen, du musst bloß dein Vasall werden, aber es geht in der Version noch nicht. Struppis Vasall werden, das ist fantastisch, ja. What could possibly go wrong? Mir auf den Leib! Nein, natürlich nicht. Okay. Ich dachte, von dir kommt jetzt so ein Satz wie töte sie Sexmaschinen oder irgendwie sowas. Jetzt hat Portugal die Koalition gegen mich verlassen. So, wo ist Persien? Jetzt wollte ich gerade Leon angreifen, damit sie die Koalition gegen mich verlassen. Wo laufen die denn hin? Nach Kipchak. Weiß nicht. Wie finde ich denn das? Finde ich das gut? Finde ich das schlecht? Ich bin planlos. Ich werde sie noch nicht komplett annektieren, oder? Nee, ich glaube nicht. Genau, lauf mal dahin. Wir suchen uns mal gerade ein paar Provinzen aus. Hm? Das heißt, dass meine Koalition sich aber eigentlich auch gleich auflösen müsste, aber es sind gerade nur 3 Leute drin. Und Portugal kämpft gegen Kastilien, ist das nicht wunderbar? Das ist, wow, beeindruckend.
Aragonesische Eroberung von irgendwas. Ach, das ist eigentlich Kastilien, die gegen Aragon völlig. Aragon, die gegen Kastilien vorgehen, so rum. Sie an. Aragon ist ja nur mit Portugal und Österreich verbündet. Vielleicht wäre es einfacher, Aragon anzugreifen, um Österreich reinzuzwingen in den Krieg. Jetzt nicht Ubio angreifen? Nee, das wird doch. Aber es ist naja, Reich. Österreich hat so viele Verbündete. Ja, mal. Irgendwie habe ich keinen Bock, diese ganzen kleinen Fitzelreiche da. Mich um die zu kümmern, wenn du verstehst. Außerdem würde halt Österreich, Polen, Litauen und Aragon mit reinrufen. Das heißt, wenn ich Österreich direkt angreife, haben wir zwei Großmächte. Ah. Wenn dann natürlich können wir das auch alle so machen. Marokko macht Aragon platt. Ich mache Österreich platt und Aragon und Polen, Litauen wird von Russland vernichtet. Und ich weiß nicht, also irgendwie würde ich da demnächst mal vorgehen, auf jeden Fall gegen diese Allianz. Ich habe gerade eine Meldung bekommen, dass England meinen abtrünnigen Untertan Memmingen unterstützt. Ist auch eine gute Methode herauszufinden, dass man einen Vasallen namens Memmingen besitzt. Ich erinnere mich doch, dass du den bekommen hast, ja. Da hattest du gegen irgendwie... Wem waren die denn verbündet? Ja, das war überraschenderweise nicht so viel aggressive Expansion. Dann habe ich ihn genommen. Genau. Das war lustig. Einfach mal mittendrin Memmingen. Als Vasallen. Hey, ich könnte auch deren Unabhängigkeit unterstützen. Die mögen mich. Die lieben mich sogar. Das sind Thronanwärter-Rebellen. Das ist aber kacke. Ich hätte lieber so ein paar besetzt durch Chagatayische Stämme. Ah, oh, hä? Ming? Oh Gott, nee. Ha. Kochin. Die sind da oben. Oh, das ist gar nicht so doof, ne? Spionage-Netzwerk aufbauen, bitte. Irgendein Assi-Rivale hat bei mir gerade Unzufriedenheit geschürt. Ich hasse es, wenn die das können. Ja. Das wird so nervig. Ja, du kriegst halt einfach zwei Unruhe mehr, ey. Weißt du, ne? Das ist so heftig. Viel zu krank. Oh shit. So viele Partys. Also würde mir sogar ein bisschen helfen, dann hätte ich nämlich diese wunderschöne Hof- und Aufklärung. Ah, ja. Aber ich bin eigentlich auch so weiter bei den 90, also. Das ist wegen Wirtschaftsideen, ne? Das ist so alles Driss. Oh, warte mal. Katholische Fanatiker. Ich glaube, ihr habt's ja nicht mehr alle. Zeit zu konvertieren. Ich konvertiere die ja gerade. Arschkrampen, ey. Das kann ja echt nicht wahr sein hier. Das wird bist du gerade von Separatisten in Wladimir für aufgerieben? Die greifen mich da also jetzt an, aber die kriegen ja erstmal einen schönen Überquerungsmalus, ne? Wenn sie sich ordentlich zusammentun würden, Wladimir könnte es verengen werden. Machen sie zum Glück aber nicht. Die laufen nach Kolomna oder wie auch immer das heißt. Im Land rum. Bitte? Ah, das sind nochmal 40.000. Du hast 120.000 Separatisten. Ja, was? Genau. So ist das. Die Schlacht schaue ich mir jetzt an. Ja. Schade, dass sie so wenig Moral haben. Ey, komm, du Arsch, ey, wir spielen zusammen. Was bist denn du für einer hier? Das hat reingehauen. Ey, das Spiel sagt auch, Verbündete verloren. Also, ja, okay, wenn das Spiel das sagt, dann muss ja was dran sein. Kinder, vertragt euch. Niemals. Okay. Niemals, wir sind verbündet. Ich habe das Recht, ihn zu hassen. Also ein bisschen tut es ja schon weh, ne? Tut es weh? Tut es Not? Das tut Not, in der Tat. Das tut Not, okay.
Boah, geil, ich habe einen Punkt Stabilität bekommen, yes. Achso, warum habe ich den vorher nicht noch erhöht? Na egal. Stimmt, ich habe echt zu wenig Stabilität, ne? Das ist, glaube ich, echt auch so ein Problem. Nein, mein General. Wieso sterben alle meine Generalzels? Oh, ich habe einen besseren bekommen. Super. So, hier. 5 Fernkampf, 5-3-3-1. Zurück. Du machst die Bauern mal gerade weg. Okay, also Österreich würde Holland, Urbino, Toskana, Aragon, Pfalz, Bremen und Polen-Litauen reinrufen. Großer Krieg, großer Krieg. Großer Krieg, ja, wenn ich euch alle noch mit reinrufe, dann wird das was, du. Dann wird das ordentlich. Der Günner ist ja gerade noch dabei, sich so ein bisschen zu erholen von diesen ganzen Revolten, die der da gerade noch kriegt, ne? Na klar, lieber Günner. Das ist noch so ein bisschen mein Problem hier. Ach, das ist Neva, ne? Die Entwicklung, die da kriegen, okay. Boah. Österreich hat auch nur 115.000 Mann. Die hab ich auch. Das ist ja gar nichts. Nee, du hast 110.000 Mann. Soll ich noch 5 ausheben? Du hast 5.500 Mann weniger als Österreich. Das ist voll erbärmlich, ey. Erbärmlich dich gleich. Du erbärmlichst mich gleich? Denk ich drüber nach. Er zeigt dir, wer der Erbärmlichere ist, meint er damit. Hierhin, bitte. Aber Marvin, ich weiß, im Deutschen kannst du einige Worte erfinden, aber ich erbärmliche dich gleich. Wirklich. Oh, also. Marokko hat Osmanisches Reich den Krieg erklärt. Nein, Quatsch, Spaß. Was? Moment mal. Da muss er nachschauen. Das ist sich bei mir nicht so ganz sicher. Ja, ne? Ich habe gerade geguckt, wo du einmarschieren könntest. Dann habe ich gesehen, dass wir eine schöne Grenze da unten in Libyen haben. Hast schon Angst gekriegt, ha? Ja. Lass meine 110.000 Mann einmarschieren. Gegen meine 238.000 Mann könnte das schon echt knapp werden, deswegen. Geht doch so nicht mehr mit Janitscharen. Ey, stimmt, ich habe keine Janitscharen mehr, genau. Mein Spiel hat mir einen schlechten Herrscher nach dem anderen reingeprügelt. Willkommen in meiner Welt. Willkommen in meiner Welt. Ich hatte drei Regentschaftsräte. Ich wollte gerade sagen, warte mal, hallo Günther. Du bist ja auch noch da. Nee, ich glaube, mittlerweile geht das eigentlich sogar. Der Herrscher aktuell, der ist ja auch ziemlich gut mit 4-2-4. Also für meine Verhältnisse ist der auf jeden Fall gut. Das so... Oh, nee. Lass mich raten. Ah, nee, okay, gut. Der hat mir einen anderen Befehl. Ich vergesse bei Tunesien immer diese dumme Insel. Cherbert, oder? Heißt die so? Ja, Cherbert, die vergesse ich jedes Mal. Hallo? Neues Handelsgut, Kakao. Fantastisch. Okay, das wird hinhauen. So, ich muss mir jetzt mal gerade ein paar Generäle würfeln. Die sind alle besser als der ganze Dreck, den ich da vorher gewürfelt habe. 6 von 5 kostet einen Millmachtpunkt pro Monat. Ist safe, glaube ich. Ja. Cool. Okay. Preis für Gewürze verändert sich um minus 40. Oh, schaut euch mal, was Aragorn mit Kastilien eingestellt hat. Aha, krass. Übrigens, die Zeit würde ich mal ganz kurz... Stimmt, wir haben eine halbe Stunde, ne?
Ja. Dann machen wir Pause. Servus. Tschüss. Bis dann, tschüss.